Ganz Deutschland ist im Lottofieber. Am Mittwoch geht es um 28 Millionen Euro und die Welt-Kompakt-Redaktion träumt davon, was sie mit dem Geld machen würde. Tja, was würde ich für so viel Geld machen? Also ich würde, glaube ich, Island kaufen. Das gibt es ja jetzt billig im Angebot. Und würde da Palmen aufstellen und würde mich da hinsetzen und einfach den ganzen Tag nur entspannen. Für 28 Millionen, da würde ich mir, glaube ich, den Ronaldinho mieten. Für eine ganze Saison. Weil das ist, finde ich, eine ganz tolle Partyattraktion für meine Gäste. €29 Millionen. Ich würde mir gerne eine Zeitung kaufen, die richtig viele Exemplare verkauft. So circa 3-4 Millionen Stück pro Tag. Das würde mir gefallen. Wenn ich die 28 Millionen Euro gewinne, dann werde ich mir jede einzelne Single und jedes einzelne Album kaufen, das in den USA in den 40er, 50er und 60er Jahren erschienen ist, aus den Bereichen Soul, Rhythm and Blues, Country und Rockabilly. Sensationell. Ich glaube, das wird teurer als 28 Millionen. Aber man kann ja mal anfangen. Mit 28 Millionen Euro, die sind ja ratzfatz alle. Ich würde mir ein schönes Grundstück am See kaufen mit einer schönen kleinen Häuslichkeit und den ganzen Tag Croquet spielen. Dann würde ich mir Rack Bamford einladen und mit ihm nur eine Woche oder sowas ein ordentliches Turnier spielen. Und dann wollen wir mal sehen, wer dann gewinnt. Ja, und dann spende ich noch den Rest, der übrig ist. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Doch, an arme kleine Kinder und notleidende Rentnerinnen und Rinnenrentner und alles Mögliche.